Die drei Zinnen. Ihr habt euch einen zweiten Teil mit mehr Details, mehr Geschichten, mehr Infos und mehr spannenden Abenteuern, die an den Zinnen passiert sind, gewünscht. Und genau das soll es heute für euch auch geben. Willkommen zu Berge im Porträt Teil 2 der drei Zinnen. In der heutigen Folge möchte ich mit euch eine zeitliche Zeichnung verfolgen. Der Zahlenstrahl der Geschichte ist auf den drei Zinnen nämlich das wichtigste Instrument, um den Alpinismus in allen Ländern der Alpen einwandfrei nachvollziehen zu können. Es lohnt sich also, mit System vorzugehen. Beginnen wir am 23. Mai 1915. Das Königreich Italien erklärt der Monarchie Österreich-Ungarn den Krieg. Es wird blutig. Doch beide Parteien wussten, dass diese Schlacht nicht auf großen Weizenfeldern, sondern vor allem im komplexesten Gebirge der Ostalpen entschieden wird. Die drei Zinnen wurden zum Kriegsschauplatz. Auf der einen Seite der Kampflinie zwischen Paternkofel und drei Zinnen die Österreicher, welche immer wieder Schwierigkeiten hatten, die italienischen Alpini, die Gebirgsjäger, von weiterem Vordringen abzuhalten. Auf der anderen Seite, der Südseite, nahe der Aronzo-Hütte, banden die italienischen Streitkräfte massenhaft Soldaten und auch Kanonen, um ein schnelles Vorrücken erfolgreich zu machen. Kleine österreichische Teams sollten jedoch versuchen, die Stellungen auszuspähen und zu stören. Mit größtem Misserfolg. Entlang des Paternsattels zwischen Paternkofel und Preußturm sorgte wiederkehrendes Eis im felsigen Gelände für große Probleme für die schlecht ausgebildeten Streitkräfte der Österreicher. Außerdem konnte die Artillerie der Italiener massive Schäden anrichten. So wurde die Drei-Zinnen-Hütte gleich am dritten Tag nach Kriegsbeginn niedergebombt und hat so nordseitig für massive Schäden und strategische Erschwernisse gesorgt. Über die Monate des Krieges nutzten die Italiener auch ihr Fachwissen über die drei Zinnen. Sie bauten in diversen Felsbändern Steinmauern auf, Unterschlüpfe und offene Bunker, die die Österreicher nicht erkennen und schon gar nicht kennen konnten. Außerdem transportierten sie mühsam Scheinwerfer und sogar ganze Kanonen, teilweise bis zum Gipfel der drei Zinnen. Gleichzeitig wurde in dieser Zeit für den Nachschub die Infrastruktur massiv ausgebaut, um die Stellungen weiter halten zu können. Interessante Trivia an dieser Stelle: Große Teile der Versorgungsinfrastruktur sind heute die Anfahrtswege zur beliebtesten Touristenhütte im Gebiet der drei Zinnen. Der Erste Weltkrieg ging jedoch eines Tages vorüber und die drei Zinnen, sie waren für die Monarchie tatsächlich nie einzunehmen. Bombardements und viele Verluste mussten die Italiener erleiden, viele Alpini ihr Leben lassen. Am Ende waren die Zinnen und das Massiv drumherum stets in italienischer Hand. Machen wir nun einen weiteren Zeitsprung. Gehen wir in die 30er Jahre. In dieser Zeit entwickelte sich das Hinaufarbeiten an den scheinbar unmöglichen Wänden. Das Klettern in dieser Zeit war an den berüchtigten Nordwänden der Zinnen vor allem durch viel Metall und Strickleitern geprägt. Die Zinnen-Nordwände wurden als Maßstab für schwieriges Klettern betrachtet. Mit dem heutigen Klettern hatte das aber kaum etwas zu tun. Klettern bestand 1933 zu einem beachtlichen Teil aus Haken in die Wand schlagen, eine Strickleiter befestigen, so hoch wie möglich steigen, einen neuen Haken schlagen und das Spiel so lange zu wiederholen, bis man über schwierigere Stellen drüber gekommen ist. Leichte Passagen bis zum vierten Grad wurden oft geklettert, jedoch meist mit Absicherungen, die einen Sturz ohnehin nicht überleben hätten lassen können. Damit wurden von Österreichern und Deutschen die ersten Besteigungen an der Nordostkante der westlichen Zinne geschafft, im sechsten Grad. Und die Italiener Emilio Comici, Giovanni und Angelo Di Mai erreichten mit 3 Tagen Besteigungsdauer die große Zinne auch erstmals über die scheinbar unbezwingbare Nordwand. Doch gerade diese Besteigung löste durch das technische Hocharbeiten eine Kontroverse aus. Wann wird eigentlich aus Klettern eine Strickleiternorgie? Was ist eigentlich Klettern? Stammtische in Deutschland, Österreich und Italien hatten ein neues Streitthema gefunden, doch zeitgleich passierten immer mehr solcher technischer Klettereien. Ziel war es nicht, die Berge dadurch zu entwerten. Ziel war es vor allem erstmal eine Linie durch die Wände zu finden. Und auch ich führe bis heute teils harte und heftige Diskussionen über die Frage nach der Legitimität solcher Durchsteigungen. Und ohne auch hier meine Position offenlegen zu wollen.
Bis heute findet man unzählige Haken aus den 30er Jahren in den Wänden der kleinen, westlichen und großen Zinne, die alle auf die technischen Besteigungen dieser Zeit zurückzuführen sind. Abgesehen davon jedoch passierte an den Zinnen in dieser Zeit recht wenig. Deshalb machen wir nun einen großen Sprung in die 70er und 80er Jahre. Ich umgehe jetzt bewusst die berühmten Virtissima-Jahre, denn sie waren die einzig logische Entwicklung der immer besser werdenden Technik und den höheren Ansprüchen der Alpinisten. Kurz jedoch zusammengefasst, in den Virtissima-Jahren der 50er suchten die Kletterer seinerzeit immer direktere Routen durch die steilen Nordwände der Zinnen. Das bedeutete weniger Haken und weniger technisches Klettern. So entstand unter anderem der Sachsenweg, der Nordwand der großen Zinne. Gehen wir jedoch nun weiter in die 70er Jahre. Die Zeit, in der vor allem ein Land im Klettern so richtig Fuß fasste und sich auch endlich international einen Namen machen wollte. Deutschland. Denn auffallend oft findet man hier Zusammenhänge und Verbindungen. Der Grund dafür war eigentlich schon immer klar. Die deutschen Bergsportler hatten nie die Berge vor der Haustür, sodass sich nie eine Alpinistenkultur entwickeln konnte. Jedoch hatten sie regional immer wieder Felstürme und in Bayern und Ostdeutschland hatten sie nicht nur Felstürme, sie haben Klettergebiete, die zu den größten Europas zählen. Das Frankenjura und auch die Sächsische Schweiz. In diesen beiden Regionen konnte sich das Klettern so richtig entwickeln, jedoch mit einem Problem. In den 60er Jahren war Deutschland durch diverse Missgeschicke in der Politikerwahl nicht so beliebt, sodass man deutschen Klettersport wenig Beachtung schenken wollte. Zum anderen war in den Geburtsstunden des Alpinismus vor allem der Charakter der sehr hohen und vergletscherten Berge für Medien und den Boulevard interessanter. Deshalb mussten die deutschen Spitzenkletterer aus dem Frankenjura und Sachsen an Orte reisen, die sie berühmt machen würden. Und das ging nirgends besser als an den berühmtesten Felswänden der Ostalpen, den drei Zinnen. So entwickelte sich in den 80ern und 90ern ein Trend zum Reisen. Reisen an die drei Zinnen. Namen wie Kurt Albert, Stefan Glowacz, Wolfgang Güllich und Norbert Sandner boxten sich durch die drei Zinnen mit erstaunlichen Routen. Erstaunlich, da die Alpinkletterszene der damaligen Zeit solche Schwierigkeitsgrade nicht mal mit Haken und Leiter kannte. So richteten Stefan Glowacz und Kurt Albert 1996 die Route Perlen vor die Säue im 9. Schwierigkeitsgrad ein und kletterten sie frei, also ohne sich technisch hochzuziehen oder Strickleitern zu verwenden. Die Franken waren in den Dolomiten angekommen und mit ihnen kam der Rotpunkt. Sie kombinierten schwerstes Sportklettern der 80er und 90er Jahre mit den alpinen Situationen und Herausforderungen der Zinne. Das Ergebnis waren viele Routen und viel Wahnsinn, der bis heute nur äußerst selten bis teilweise gar nicht wiederholt wird. Teile des Wahnsinns? Die Bella Vista. Die drei Zinnen waren für den Profikletterer und Alpinisten Alexander Huber mit dem Yosemite-Nationalpark wohl das größte Sprungbrett in seiner Karriere. Zu Recht. Die Bella Vista ist nämlich eine Route, die von ihm eingerichtet wurde. Das Besondere daran, von ihm allein. Nur mit Normalhaken versuchte er, eine direkte Linie durch die westliche Zinne und das prominente Dach selbiger zu finden. Viele Passagen kletterte er sogar frei. Als er das geschafft hatte, folgte ein Jahr später im Jahr 2001 die Rotpunktbegehung. Seine Bewertung? 11. Grad. Ein echter Meilenstein in der Geschichte des Alpinkletterns. Denn alpin ist die Route dennoch. Selbst abzusichern ist immer noch ein großer Teil des Abenteuers, während man im 11. Grad um die letzte Kraft in den Fingern und Unterarmen bettelt. Dieses Meisterwerk war aber nicht seine letzte prominente Tat an den Zinnen. Auch die Hasse-Brandler, eine vergleichsweise einfache Route im 8. Grad, die äußerst ausgesetzt und alpin an der großen Zinne-Nordwand verläuft, hat Alexander Huber free solo durchstiegen, ohne Sicherungen, ohne Hilfsmittel. Dieser Tag war ein Medienspektakel. Er wurde von zahlreichen Kameras begleitet. Alexander Huber war damit in der Welt der Kletterpromis ganz oben angekommen. Aber vor allem die Zinnen waren plötzlich in aller Munde. In Deutschland, Österreich und der Schweiz kannte sie plötzlich jeder. Und das wurde letztlich auch zu einem beachtlichen Problem. Die drei Zinnen sind heute ein Touristen-Hotspot. So hot und so spot, dass es auch Stimmen gegen den Massentourismus vor Ort gibt. Denn auf der Aronzo-Hütte steht heute ein Parkplatz mit Restaurant. Auf der anderen Seite, der Nordseite, versucht man lange Zeit, den Charme der Dolomiten aufrechtzuerhalten. Das funktionierte jedoch nicht lange, als immer mehr Wege immer breiter und immer einfacher gemacht wurden, um wirklich jedem Menschen den Zinnenblick zu ermöglichen. Der Tourismus ist heute in den Sommermonaten immer nahe des Kollaps. Bergsteiger, die nicht als Schaufensterbummler kommen, werden immer öfter von den Gegebenheiten vor Ort enttäuscht. Dabei ist die Marketingstrategie der Region nicht ansatzweise so aggressiv wie zum Beispiel in Salzburg oder Tirol. Die drei Zinnen brauchen keinen Cent Marketing,
Denn die Berühmtheit der Zinnen hat sich über die letzten Jahrzehnte sehr organisch und letztlich aber auch extrem stark verbreitet und verselbstständigt. Zum Schluss muss man sagen, in der Ferienzeit sind die Zinnen für Alpinisten kein lohnenswertes Ziel mehr. Das kann und darf ich mir an dieser Stelle als persönliche Wertung erlauben. Sie sind schön, sie sind gewaltig und nicht zuletzt auch einfach cool. Aber das Drumherum ist eben nicht mehr von der Münchner Altstadt zu unterscheiden. Wenn euch die Serie zu den drei Zinnen, aber natürlich generell Berge im Porträt gefallen hat, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich freue mich auch sehr über Feedback und auch die ein oder andere Unterstützung. Nächste Woche dann wieder ein Ausflug ins Hochgebirge. Als kleiner Spoiler an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.